Lars Bender, als wäre er nie weg gewesen. Zurück bei den Kollegen, zurück auf dem Rasen. Und sofort wieder der lautstarke Antreiber, auf den Leverkusen monatelang verzichten musste. Bender ist back. Einfach froh, mal wieder am Ball zu kicken, ne? Und ja, mit den Jungs noch wieder auf dem Platz zu stehen. Klar, wir haben ein neues System, einen neuen Stil Fußball zu spielen. Das war für mich sicherlich auch jetzt der erste Einblick, den ich so nehmen konnte. Und ich bin einfach froh, dass wir wieder am Ball kamen. Seit Mai war Bender wegen einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht. Seitdem ist viel passiert. Die WM fand ohne ihn statt, in Leverkusen übernahm Roger Schmidt. Und der hat einen neuen offensiven Stil etabliert. Ja, es ist natürlich was völlig anderes, was Neues, aber wenn wir alle zusammenhelfen, alle zusammenpacken, dann funktioniert das auch. Und es ist schwierig, sich vorher so ein bisschen vorstellen zu können, wie das ablaufen wird. Was das neue System dann wirklich auf dem Platz bedeutet. Aber so habe ich jetzt mal die ersten Eindrücke gewonnen und bin positiv gestimmt, was die nächsten Wochen angeht. Seinem neuen Trainer wäre eine schnelle Besserung sicher recht. Denn mit Simon Rolfes fällt nun der nächste defensive Mittelfeldspieler der Leverkusener aus. Es ist natürlich jetzt so, dass ich jetzt wieder mal eine Halbzeit spielen durfte. Bin jetzt ganz normal wieder im Mannschaftstraining und versuche jetzt einfach wieder die nächsten Schritte zu gehen. Müssen nicht diese riesengroßen Sprünge sein. Für mich ist einfach wichtig, dass ich wieder Spielpraxis kriege und schnellstmöglich dabei bin. Die Länderspielpause wird ihm dabei sicher helfen. Und mittelfristig ist das Ziel wieder der Nationalmannschaftskader. Ich muss mich jetzt erstmal hier wieder im Verein ein bisschen einfügen, ein bisschen reinkommen, reinfinden und wieder meine Spiele bekommen. Und dann kann ich wieder mit anderen Sachen irgendwo Gedanken verschwenden.